So, Hallöchen. Na? Warte, ich mach mal mein Bild an. Du kreiselst noch, falls du. Bei mir nicht. Okay, dann gehe ich noch mal kurz raus. Aber ich kann einfach mal Kamera ausmachen, ist ja wurscht. Nee, ich mag ja auch. Warte mal. So, da ist ein Hendrian. Hallo. Hallo. Einen Augenblick. Hallo. So. Ja, wie war dein Tag, wie war dein Wochenende? Wochenende sehr entspannt. Tag bislang sehr produktiv. Das gut produktiv oder das ich baue scheiße produktiv? Nein, erstaunlich gut produktiv. Das ist sehr schön. Beim Arzt gewesen, angefangen das Fahrrad der Dame zu reparieren. Ja. Ja. Grüße an die Dame an dieser Stelle. Wird ausgerichtet. Ja. Also alles soweit ganz in Ordnung eigentlich. Das ist voll schön. Oh. Ja, wie ihr dem Motivationsstand entnehmen könnt, dieser Sendung, seid ihr übrigens bei den Trenchcoat-Talkers. Hallöchen. Hallo. Mein Name ist Dela und ich bin müde. Müde? Ich habe aber gerade vor der Aufnahme schon 2 Stunden geschlafen. Ja, ich auch. Deswegen nee, aber ach, müde ist so ein Konzept. Ich weiß auch nicht. Es war ein sehr hartes Wochenende. In jeder Hinsicht. Ja. Nee, also vor allem so in Hinsicht auf so Sachen wie auch vielleicht noch Gang, dies, das. Hm. Das wird ja dann in meinem Fall sehr schnell sehr tödlich. Hm. Eigentlich wollte ich heute mit Papa raus auf die Ranch, aber dann habe ich mir halt früh gesagt, pass auf, das hat keinen Sinn. Ich bleib jetzt lieber erstmal sterbend in der Ecke liegen und warte mal, dass ich mich wieder bewegen kann. Ja. Ach, ach. Aber es war ein sehr gehaltvolles Wochenende. Ich habe sehr viel gegessen den ganzen Tag. Okay. Ja, es gab ständig Kuchen, unter anderem Eiche und Erdbeertorte und Bienenstich und Mandarinenkuchen und Pflaumenkuchen. Pflaumenkuchen war echt lecker. Okay. Und dann 2 Stunden nach dem Kaffee trinken ging es ja meistens essen. Mhm. Das heißt, den ersten Tag haben wir gegrillt, den zweiten Tag waren wir in der Elch-Rentier-Kneipe. Ja. Das war tatsächlich sehr gut. Wie gesagt, ich war bedauerlicherweise vernünftig und habe keine unanständigen Sachen gegessen. Was sehr schade ist, weil die unanständigen Sachen sind dort echt gut. Aber ich bin halt auch aus der Kneipe bis das letzte Mal noch nie rausgegangen ohne Gallenkolik. Und da dachte ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass es mir schlecht geht an diesem Wochenende, ist eh schon sehr, sehr hoch. Deswegen muss ich das nicht noch übertreiben. Und hatte eine Pasta, die war aber tatsächlich auch sehr okay. Okay. Mit Knoblauchnudeln in Sahne, in Gemüsesahne geschwenkt. Also ich nehme an, die Gemüsesahne war im Prinzip Suppengemüse. Mhm. So Sellerie, Brokkoli, Sellerie, Möhrchen, was da halt noch so dran ist an Suppengemüse. Das in Sahne gekocht quasi. Mhm. Und dazu Blattspinat. Und die Nudeln halt in Knoblauchöl geschwenkt. Okay. Das war erstaunlich nett. Also dafür, dass ich eigentlich grundsätzlich kein großer Fan von Spinat bin, fand ich das sehr akzeptabel. Ja, und dann gestern waren wir ja beim Asiaten essen. Ah. Und da hatte ich auch ganz simple gebratene Nudeln mit knusprigen Huhn. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja. Problem ist nur, dass ich jetzt wieder ans regelmäßig Essen gewöhnt bin und den ganzen Tag Hunger habe. Was blöd ist, weil ich mich, wie gesagt, nicht bewegen möchte. Ja, ja. Aber und die Angestellten gehen ihrem zweiten Job nach, oder wie? Genau das. Das mit dem Pflege- und Therapiekater ist ja noch nicht durch, also. Alles sehr schade. Ach. Ja. Unsere dritte Folge scheint sehr viel Begeisterung auszulösen unter unseren Hörern. Habe ich so den Eindruck. Sieh an. Also es scheinen sich Leute sehr darüber gefreut zu haben. Schön.
Das ist gut, das ist gut. Hast du denn sonst was Lustiges erlebt? Nö. Nö. Also, lustig, also, Lass mich überlegen. Okay, ich formuliere um. Unser lustig oder das lustig anderer Leute? Also, ich hatte ein wirklich entspanntes Wochenende. Okay, wir schweigen über etwas anderes. Ich würde ja sagen, ich habe gut gegessen, aber das stimmt nicht. Aber du musstest auch niemanden totbeißen. Richtig. Ja, und mehr wollen wir doch gar nicht. Alles andere wäre doch übertriebene Arbeit, wenn wir ehrlich sind. Ich habe nicht viel mit den Augen gerollt. Das ist auch sehr gut. Ja, ich muss zugeben, das habe ich sehr viel. Aber dafür habe ich nicht geschrien, weil der Jonas war ja neben mir. Und so ein Jonas hilft ganz hervorragend gegen gelegentliche Schreianfälle. Also zumindest bei mir. Das ist doch gut. Ja, schon. Mir wurde dann immer sehr beruhigendes Köpfchen getätschelt. Es hat schon alles seine Punkte. Ja, prima. Ja. Nein, dann habe ich heute noch Menschen ihre Jacken hinterhergeschickt, weil sie ihre Jacken vergessen haben. In den Jacken ist aber natürlich auch der Fahrradschlüssel. Also okay. Fürs E-Fahrrad. Ja. Und sie wollen am Donnerstag in den Urlaub fahren. Mit dem E-Fahrrad. Okay. Aber, wie gesagt, ich denke mal, das müsste, wenn ich das heute... Heute hat es der Jonas zur Packstation gebracht. Ja. Er dürfte das eigentlich noch rechtzeitig da ankommen. Ja, und wenn nicht, ist es halt eine Lektion. Genau. Ja. Ja, aber ansonsten habe ich nicht viel. Doch, ich habe viel erlebt. Ich habe gebastelt. Okay. Ich habe ja die lustigen Figürchen. Ah. Komm, ich darf noch nicht weiter darüber reden. Ich wollte gerade sagen, das sollten wir, glaube ich, nicht drüber reden. Genau. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich habe heute den letzten Schliff gemacht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde das gut. Wie mal. Aber dir kann ich den Link in den Chat werfen, warte mal. Ist es das, was auf... auf Mastodon, stimmt, ich hab's ja schon. Dann habe ich mir das schon angeschaut, ja. Oh, ist gezeichnet. Fand ich sehr cool. Ich glaube, es wird zielgruppengerecht ankommen, denke ich mal. Voll gut. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich für Fitzelkram echt ungeduldig bin. Und Farbtheorie habe ich auch noch nie verstanden. Farbtheorie? Naja, so Sachen wie, wenn da Schatten und dann muss da Licht und dann muss da heller und nein, das funktioniert alles nicht. Okay. Da, ich bin da zu dumm für. Ich habe da zu wenig Vorstellungskraft. Naja. Nein, aber das war jetzt so die Entspannungsphasen des Wochenendes und meines Montags. Ja. Ich habe ja jetzt auch Urlaub diese Woche. Wupp, wupp. Das heißt, ich werde so viel es geht in der Gegend rumliegen und versuchen, mich nicht zu bewegen. Ich bin mir sehr sicher, dass es Leute gibt, die was gegen diesen Plan haben. Aber wir werden das... Leider immer. Ja, ja. Ansonsten den Fischis geht's gut. Die machen auch ihr Zeug. Hallo. Und Dornaugen flitzen durch die Gegend. Fällt mir ein, ich könnte doch eigentlich die Aquarium-Kin anmachen. Sehr schön, sehr schön. Da. Moment. Okay. Dann geben wir das mal frei. Nehmen. Kannst du da ein Bild? Siehst du da ein Bild? Ja. Sehr yep. Schön. Sehr schön. Das siehst du. Ja. Ansonsten habe ich jetzt Königsbuch damit Gasthausaufgaben gemacht. Denn wir werden ja bald wieder ohne über Kurzgeschichten sprechen. Bist du ja dabei? Stimmt. Habe ich mir den Termin aufgeschrieben? 4.6. glaube ich bei euch. Und mit der Dame am 2.6.
brauchst hier nur in Sendungsankündigungen zu gucken. Stimmt, 4.6. habe ich mir aufgeschrieben, ja. Und das Buch hatte ich dir ja und so. Ich habe Ende des Monats schon wieder Rufbereitschaft. Geht. Wer hat das veranlasst? Tja nun, ach, ach. Mhm. Oh, und ich sollte meinen Kalender aktualisieren. Und was nutzt du? Google-Kalender. Okay. Da stand nur noch mein alter Urlaubsplan drin. Und nachdem hätte ich die kommende Woche auch noch frei, was aber gar nicht stimmt. Das ist sehr schade. Es wäre gut, wenn die Realität und der Kalender sich in irgendeiner Form decken. Hallöchen. Ja, ansonsten meine Radieschen werden. Und meine Zuckerschoten strecken auch schon den Kopf raus. Ja. Die Möhrchen, die brauchen natürlich entsprechend lange. Die brauchen ja immer so lange. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird das was. Geilo. Das klingt gut. Ja. Und dem Jonas geht's auch gut. Mhm. Er durfte jetzt am Wochenende den ganzen Tag mit Feuer spielen. Ich glaube, das hat ihn sehr glücklich gemacht. Das klingt gut. Da haben sich gerade zwei Neons gegenseitig gejagt. Ja. Der eine ist immerhin, hat den anderen in den Arsch gezwickt und ist wieder davon geschwommen. Das ist wie im echten Leben. Ja, sehr putzig. Ja. Und wir haben ja jetzt einen Sportpark errichtet aus Versehen für die Neons, für die Dornaugen. Weil die Neons ja sich an der Selbstmordkammer angestellt haben. Mhm. AKA hinter den Filter geschwommen sind und dann nicht mehr rauskamen. Und deswegen haben wir jetzt eine Sprudelzone hinter den Filter gelegt mit so einem Sprudelstein. Das scheint auch grundsätzlich ziemlich okay zu funktionieren. Also die Neons, seitdem haben wir keine Neonverluste mehr, was sehr gut ist. Aber die Dornaugen scheinen das, weil das sind halt Flussfische eigentlich. Das heißt, die sind für so Konzepte wie Strömung sowieso sehr begeisterungsfähig, möchte ich mal sagen. Demzufolge fischen die jetzt die ganze Zeit da hinten rum und nutzen das als Gegenstromanlage. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil eben diese Dornaugen, die bestehen ja im Prinzip aus Muskeln, die Fischer. Das heißt, die haben auch genug Kraft, gegen den Sog von dem Filter anzukommen. Ohne dass man sich da Gedanken machen muss, dass die sich da verhaken oder irgendwas. Ja, ja. Aber das ist tatsächlich sehr witzig. Und der Wels, der plankt jetzt immer. Der schlurft sich ab dem Filter fest und lässt quasi den Arsch vom Filterstrom rausdrücken. Das ist ein bisschen sehr witzig. Ich mag die Viecher. Ach, ach, ach. Ja, ja. Ach, ach. Wir haben ja jetzt auch ein neues eine neue Rückwand. Ich weiß nicht, ob du das schon für gesehen hast. Du hattest nur davon erzählt. Das Lustige ist, man sieht jetzt halt nicht mehr, dass da eine Rückwand ist. Naja, hat man das denn bei der alten Rückwand auch nicht? Also bei der alten hast du halt Farbe gesehen. Ja, okay. Ja, stimmt. Das ist ein Punkt. Ja, stimmt. Jetzt ist es halt einfach nur dunkel, was aber nicht schlimm ist, weil... Nee, also ich finde die tatsächlich auch besser. Mhm. Und vor allem haben wir halt jetzt nicht mehr das Problem, dass wir ständig diese Luftblasenspiegelungen da drin haben. Ach, ach. Ja. Ich entschuldige mich auch jetzt schon bei unseren Hörer und Hörerinnen. Wie gesagt, ich bin hochmotiviert, ich könnte im Stehen einschlafen. Ich entschuldige mich nicht. Aber es kann ja auch nicht jede Folge ein Highlight sein, nicht wahr? Was? Mit uns wird alles zum Highlight. Haie zum Beispiel. Ja. Apropos Highlight. Mhm. Ich habe festgestellt, es gibt Wodka mit Bacon-Geschmack. Wie findest du das? Ich glaube, Whisky mit Bacon-Geschmack fände ich besser. Reicht dir das als Antwort? Ja. Nächstes Thema. Naja, weil ich glaube, bei Wodka hat ja per se erstmal relativ wenig Eigengeschmack. Jetzt natürlich Kartoffeln und Speck.
Voll gute Mischung. Aber man schmeckt ja die Kartoffeln nicht so richtig. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Ich befürchte nur... Wir werden das nächstes Weihnachten mit Eierlikör mischen. Nein. Also, weil Eierlikör böse. Ich verstehe deinen Gedanken, aber Eierlikör sehr böse. Ich befürchte aber, die werden als Bacon-Geschmack, weil sie Amis sind, nicht Schinken-Geschmack verstehen, sondern primär das Rauchige. Möglich. Das ist eigentlich meine Grundbefürchtung. Und das würde das Ganze für mich schon wieder kompliziert machen, weil ich möchte ja bitte Schinkengeschmack und nicht Rauchgeschmack. Ja. Bin ich ganz bei dir. Wollen wir über das Thema reden, das seit geraumer Zeit eigentlich schon im Raum steht? Wo wir eigentlich... Lampo. Nee, das andere. Wir wurden im Plathering erwähnt. Ach ja, natürlich, genau. Wir sind ja große Fans des Bloodherrings. Oh ja. Bedauerlicherweise kriegen wir beide sehr selten sehr viel von der Sendung mit, weil wir beide immer einschlafen. Dafür reicht eine Sendung sehr lange, wenn man sie nachhören muss. Das ist sehr richtig. Und wir wurden im Bloodhering erwähnt, weil der Tobi ja auch bei uns zu Gast war in der letzten Folge. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und er hat ja eben diesen lustigen Techniktest beobachtet, den wir da losgelassen haben. Und er meinte, du hättest mir geholfen, einen Discord-Server aufzuziehen. Und ich möchte das... Also, natürlich ist mir der Hendrian stets und ständig eine große Hilfe in allen Belangen. Aber der Hendrian hat eigentlich nur mit mir getestet. Die ganze Idee mit dem Discord-Server, die ist eigentlich entstanden schon länger. Das letzte Mal, als ich das vor einem halben Jahr oder so getestet habe, hat es nur nicht so richtig funktioniert mit diesem Aufnahmebot. Mittlerweile scheinen sie da aber ihr Problem in den Griff gekriegt zu haben, habe ich so den Eindruck. Und in der letzten Königsblut-Dame-Gastfolge, die wir aufgenommen haben, zu die Arena, hat mich die Lea, die kennt ihr glaube ich nur von meiner Seite von Königsblut-Dame-Gast, mich darauf hingewiesen, dass eben dieser Bot mittlerweile wieder relativ schön und relativ rund hier tut und funktioniert und Sachen. Und deswegen habe ich da quasi nochmal angefangen, das einzurichten und schön zu machen. Und ich wollte halt sowieso schon immer einen Ort, wo wir einerseits Live-Gäste haben können und andererseits auch quasi unsere Sendungsnotizen gleich reinschmeißen können. Und ich bezahle halt momentan verhältnismäßig sinnlos für 2 Aufnahmen im Monat Teamspeak-Geld und das sehe ich eigentlich auch nicht ein. Bei Pod-WG habe ich es ja tatsächlich gern gegeben, aber jetzt einfach nur irgend so einem Server anbieten, das nützt doof, wenn ich ehrlich bin. Und den Discord-Quatsch machen wir ja sowieso, von daher ist die ganze Technik da eh vorhanden. Und man hat eben den Vorteil, man kann ein Live-Publikum haben und man kann euch einfach sagen, ja, hier habt ihr Zugriffsrechte und dann könnt ihr mitreden. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Außerdem, was Tobi vielleicht auch nicht weiß, wenn ich Support mache für Dela, dann sitze ich mit ihr einfach im Chat und sage in regelmäßigen Abständen, da musst du ein Ticket für aufgeben. Genau. Ja. Oder er sagt, ist ein Techniktest. Und genau. Hält mich davon ab zu weinen. Überhaupt ist das ja die größte Funktion, die man haben kann, wenn man mich davon abhält, den ganzen Tag zu weinen. Das ist ja, ne? Ich will das auch nicht kleinreden, den Teil, den Hendrian hier an diesem Format hat. Ja, ach. Nein, aber ja. ohne Blödsinn, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass ihr uns erwähnt habt und dass ihr uns hört, was stimmt nicht mit euch. Und dass ihr zu Gast wart, was stimmt nicht mit euch. Und ja, das war sehr amüsant, ich mag das. Ja, ich auch. Ja, ach. Nö, ansonsten... Ich nicht. Haben wir was erlebt? Nö. Ich hab Urlaub, ich erlebe nichts. Haben wir wahnsinnige Dinge in Küchen getan? Nein. Nein, ich war brav und hab mich entspannt. Naja, das ist ja auch... Also,
ist uns ja normalerweise auch nicht unbedingt gegeben, nicht? Nee, eben, eben. Von daher muss man das wahrscheinlich auch als großen Sieg verbuchen, hieß das. Ich habe eine Gitarre repariert gestern. Das ist dagegen schon mal ziemlich gut. Was musstest du tun? Das ist lustig, weil ich habe die gleiche Gitarre hier und hatte die gleichen Probleme an dieser Gitarre. Das ist ein sehr billiger Nachbau einer Ovation. Okay. Die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie aus wenig Holz gemacht ist, sondern ihren Body aus irgend so Faserverbundstoffgedöns hat. Okay. Ursprünglich, meine ich, wurde das mal entwickelt, damit sich da nichts verziehen kann, wenn du zum Beispiel auf eine heiße Bühne gehst. Mhm. Und sich da nicht irgendwelche Hölzer erst akklimatisieren und du alles nachstimmen musst und sowas. Mhm. Genau. Wie gesagt, ziemlich billiger Nachbau. Sprich, die Verarbeitungsqualität ist bescheiden. Okay. Heißt auch, nur weil du, sagen wir, ein G greifst, kommt nicht unbedingt ein G bei raus, weil die einfach so scheiße eingestellt ist, dass alles bei rauskommt, nur kein G. Okay. Was schade ist, weil es ist zwar kein besonders gutes Instrument, aber zum, sagen wir, für widrige Bedingungen sollte es allemal reichen. Mhm. Das heißt, ich hatte vom Jonas dieses Instrument vor einigen Jahren inzwischen schon mal zugesteckt bekommen, weil er es nicht spielbar bekommen hat. Okay. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Ding zurechtgemöppelt. Erst die herkömmlichen Einstellungen, die man ungerne tut, sowas wie Halsstab einstellen. Okay, du sagtest gerade Halsstab, nicht Heizstab, ja? Richtig, ja, okay. Ja. Ja, es ist gut, dass du nachfragst. Beim Fischkäse war es auch gut, dass du nachgefragt hast. Ja, ja, und vor allem wegen vor uns von Temperierung und Hals dehnt sich aus. Holz dehnt sich aus, deswegen hat das jetzt Sinn gemacht für mich. Im Hals der Gitarre ist ein Gewindestab eingearbeitet. Ja. Im Hals so gut wie jeder Gitarre ist ein Gewindestab eingearbeitet, mit dem du die Biegung des Halses nachkorrigieren kannst. Was du ungern tust, weil das beeinflusst irgendwie alles in Sachen Stimmen. Dem, was Ton wo rauskommt. Aber gut, hier halt dann auch immer erst Halsstab einstellen und dann feststellen, ja, scheiße, die anderen Teile, die so angebaut sind, sind alle falsch abgelenkt und zu groß oder zu klein und dann, ja, mit Sandpapier Bauteile nacharbeiten, dass die Seitenlage besser kommt und ja, Stündchen Arbeit, aber jetzt ist es nicht perfekt, aber zumindest in einem Maße, wo ich sagen kann, ja, für das Ding schmeißt du dir ins Auto und spielst damit irgendwo abends mal ein bisschen, allemal okay. Ja, das geht auch schon. Es fehlen nur noch neue Saiten, deswegen muss ich morgen zum Gitarrenladen. Mhm. Ein wie immer gefährliches Unterfangen. Aus Gründen. Aus Gründen. Lass mich zusammenfassen, Gitarrenladen ist für dich das, was für mich Bastelladen ist? Natürlich. Okay. Mhm. Und, ja, ich bin die letzten Tage vielleicht auch ein bisschen in dieses Gitarren-YouTuber-Loch gefallen. Oh, wei. Mhm. Nicht so sehr wegen Gitarrendingen, aber ich wollte neues Reinsprech-Equipment. Mhm. Und muss mal gucken, ob ich da ein anderes Interface bekomme. Ich habe da sowas im Auge. Das klingt doch schon mal. Aber das klingt ja schon mal nach einem zielgerichteten Einkauf. Ja, ja. Zielgerichtete Einkäufe sind, glaube ich, nicht böse. Zumindest rede ich mir das im Bastelladen immer schön. Dieses Teil wäre das eben jene welchige, wo ich überlege, ob das was für mich wäre. Klang ziemlich gut. Von den Features her. Muss man mal ausprobieren. Nett. Also ich habe davon genau gar keine Ahnung, aber es sieht hübsch aus. Hätte für mich den großen Vorteil, dass es quasi einen zwar nicht besonders einstellbaren, aber immerhin einen Kompressor mit drin hat. Mhm. Ja. Und da mal gucken, ob das was kann. Man müsste halt keinen separaten Kompressor hinstellen. Ja. Plan C wäre einen
endlich dieses virtuelle Audio-Verkabelungsgedöns mal ans Laufen zu kriegen. Aber da bin ich zu doof für. Das habe ich schon mehrmals probiert. Das kriege ich nicht hin. Es gibt ja so virtuelles Audio-Verkabelungsding für Windows. Nicht Banana Pie, aber so ähnlich. Okay. Banana Cables? Ich weiß nicht mehr genau. Wo du dann VST-Plugins quasi virtuell hinter dein Mikro schalten kannst, als zweite Soundkarte oder sowas Verrücktes. Was ja auch wahrscheinlich ausreichend wäre für mich. Aber da bin ich zu dumm für. Das verstehe ich einfach nicht, wie das funktionieren soll. Weil das von der Verkabelungsseite anspruchsvoll ist oder von der Bedienseite? Also das, User Interface ist die Hölle. Okay. Das hat sich wer ausgedacht, der wahrscheinlich nur programmieren kann. Und ich habe das Gefühl, auch die Tutorials dazu sind nicht von Menschen getan, die wissen, was sie da tun. Insofern, ja, wenn in unserer Hörerschaft jemand ist, der das aus dem Stegreif total gut kann, bitte. Bitte melden. Bitte melden. Ansonsten, ja. Machen wir es dann einfach in Hardware. Ja, ich meine, Hardware sowieso viel besser, weil ich kann meine Idioten an den Kopf werfen. Genau. Hier wäre ein folgender Vorschlag. Ich würde ganz kurz wenige Sekunden weg sein, würde mich hier muten und nehme dich mit in die Küche, wo die Zigaretten sind. Ja, ich bin großer Fan von Küchen, ich bin großer Fan von Zigaretten. Okay, bis gleich. So. Sie hat die Stöpsel aus den Ohren und kann nicht hören, was ich sage. Ich vorbereitet, hätte ich mir einen Pausenfüller überlegt. Einen Witz zum Beispiel. Aber ich bin einfach nicht gut in Witzen. Bin überhaupt nicht lustig. Oder schlagfertig. Hallo. Guten Tag. Ja, ich habe nur zwischendurch mal kurz die Fischis gezählt. Ja. Weil sich einer davon wieder versteckt hat und das macht mich mittlerweile immer ein bisschen nervös. Aber sind alle da. Sehr gut, sehr gut. Aber das ist so eine fortwährende Angewohnheit von den Viechern, dass die immer hinter den Filter schwimmen und sich wundern, dass sie nicht mehr rauskommen. Ja gut, bei der Beckengröße willst du auch nicht so einen extra Bereich abgrenzen, ne? Ja, und vor allem das Ding ist halt gerade die Dornaugen. Also es ist noch nie mit Absicht eine Nachzucht entstanden. Das war eigentlich immer, wenn es irgendwo geklappt hat, aus Versehen. Und wenn es aus Versehen geklappt hat, legen die wahrscheinlich ihre Viecher in den Filter. Okay. Das heißt, du willst den Filter eigentlich auch nicht wegbauen. Aber wie gesagt, also ich habe noch nie ein Aquarium gehabt, wo das nicht am Anfang genauso gelaufen ist, bis du halt irgendwann raus hattest, wie du den Filter dort hin tust, damit die nicht mehr sich einklemmen können. Ja. Für eventuelle Nebengeräusche entschuldige ich mich übrigens schon mal. Ich habe die Balkontür offen und habe Nachbarn, Heimwerker und Fluglärm. Das ist absolut legitim. Hier ist auch das Küchenfenster gerade auf. Außerdem ist es ja beinahe sowas wie Sommer. Richtig. Ich habe mir schon zweimal die Fresse verbrannt. Da ich ja vor einer Kamera sitze, muss ich ja Kleidung tragen. Ach, wegen mir. Ach, sonst verwechsel ich immer, wo ich reinsprechen muss und so, das, nee. Ach. Nee, aber wie gesagt, mit meinem kleinen Gärtchen bin ich zufrieden. Und mit der Ranch geht's jetzt auch langsam vorwärts. Sehr schön. Ich denke, wir sind da auf gutem Weg. Ja. Jonas hat gestern noch mal ein paar Kräuter angesetzt. Okay. Also hier Basilikum und Petersilie und Zeug und Quatsch. Wobei ich sagen muss, die Petersilie aus Samen, da bin ich zu ungeduldig. Die ist mir noch nie... Mir auch nicht. Funktioniert bei mir nicht. Genauso wie Schnittlauch. Beim Schnittlauch kriegst du winzig kleine... Das geht nicht fair, da bin ich... Nee. Ja. Aber wenn einer Geduld hat, dann Jonas, das wissen wir beide.
Von daher, schöne Grüße an dieser Stelle. Grüße. Ach, ach. Ja. Hast du denn irgendwas Lustiges konsumiert in letzter Zeit? Ui, Entschuldigung. Relativ guten Whisky. Erzählen Sie mehr. Du kennst Tannenzäpfle-Bier? Mhm. Genau, die machen... Ich kenne Menschen, die da sehr drauf schwören. Ja, nein, die machen auch gute Dinge anstatt dieses Bier. Die machen auch gute Dinge abseits dieses Bieres. Okay. Nein, abseits dieses Bieres machen sie auch Dinge, die gut sind. So rum. Okay. Jetzt glaube ich, habe ich es. Okay. Und zwar Whisky. Mhm. Nicht ganz günstig, aber kann man trinken. Macht Spaß. Eher auf der süßen Seite, eher auf der rauchigen Seite. Eher auf der süßen Seite. Es hat ein kleines bisschen Rauch, wobei ich sagen würde, nicht wirklich Rauch. Es schmeckt nach Nadelholz. Das ist ja akzeptabel. Also, damit kann ich arbeiten. Nicht so, also ich bin ja auch kein Fan von rauchigen Whiskys. Mhm. Es hat ordentlich Holz und man kann sich einbilden, das schmeckt nach Nadelholz. Damit kann ich schon leben, das ist absolut legitim. Ich mag halt nur wirklich dieses, es schmeckt nach kaltem Grillzeug nicht. Ja, das, ja. 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 Verstehe ich. Ja, wir haben ja jetzt zum Geburtstag sehr viel süßen Sekt und süßen Wein konsumiert. Oha, klingt nach Kopfweh. Ja, nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich laufe halt auch auf Zucker. Wahrscheinlich schlägt der Zucker bei mir in der Blutbahn ein und geht direkt in Umsatz in die Wirbelsäule. Keine Ahnung. Aber es wollte niemand mein Brotwein trinken, außer Oma. Das heißt, Oma und ich haben zusammen Brotwein getrunken den ganzen Abend. Das war sehr gut. Ja. Ausgezeichnet. Ja. Nö, und ach, ja. Passt schon. Im Großen und Ganzen passt das schon. Und der Jonas hat ein ganz fantastisches Gulasch hergezaubert. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen hatten. Nein. Der Jonas kann ein fantastisches Gulasch bauen. Okay. Er hat nur ein bisschen das falsche Bier genommen. Weil normalerweise Gulasch machst du ja mit dunklem Bier. Ja. Damit das ein bisschen süßer schmeckt. Ja. Er hatte halt ein normales Pilz. Das war nicht schlimm. Also, man hat gemerkt, dass es dadurch ein bisschen herber ist. Ja, ja. Aber es war echt gut. Also, es war richtig lecker. Okay. So mit Paprika und sehr viel Tomatenmark und Dingen. Ah. Konnte man gut essen. Na gut. Weil ich habe mir auf die Tour schon manches Gericht versaut, weil ich das falsche genommen habe. Das geht auch fix. Also gerade so bei Bierteigen zum Beispiel kannst du auch ganz gewaltig Dinge falsch machen. Das ist schon so. Und ich sag mal so, bei einem richtigen Kutscher-Gulasch musst du dunkles Bier nehmen, sonst wird rot. Ja. Aber das war ja so auch verkrennt zwischen Kutscher und Ungarischen. Ja. Und ein paar Nudeln dazu, da war schon ein sehr glücklicher Däner. Schön, schön. Ja. Das klingt gut. Was habe ich denn sonst? Achso, ich habe Dinge gelesen. Also einerseits bin ich ja, wie gesagt, gerade dabei, Königsbude am Gasthausaufgaben zu machen. Mhm. Und ich habe Hoffnung. Okay. Weil die letzten Mal, da war es ja so. Also vor allem in der letzten Folge war es so. Aber die Novellen scheinen was zu taugen. Also zumindest die erste hat mir tatsächlich einigermaßen viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, da wird man weiter sehen. Aber wie geläufig ist dir Peter Pan? Nie gesehen. Nie gelesen. Mhm. Ich weiß, dass es existiert. Das muss mir reichen. Okay. Naja, weil zu Peter Pan gibt es ja sehr viele Verschwörungstheorien. Ja. Die Grundgeschichte ist ja ein Begriff. Ich glaube, ich verwechsel es mit Alice im Wunderland. Sehr nah dran. Alice im Wunderland nur mit Piraten statt mit Rittern? Ja, so ungefähr. Also du hast ein Fake-Kind, so einen 12-, 13-jährigen Jungen, der aber nicht mehr älter wird. Mhm. Und er
klaut in Anführungsstrichen Kinder und bringt die nach Neverland. Und dort werden sie nicht erwachsen. So, jetzt gibt es die Disney-Version, denn es gibt immer eine Disney-Version, in der das Zauberei-Dinge, Quatsch, Kinder werden nicht erwachsen, okay. In der Originalversion ist das sehr viel blutrünstiger. Okay. Denn es wird irgendwann an einer Stelle tatsächlich gesagt, ja, wenn die dann erwachsen werden, das ist ja gegen die Regeln, dann werden die ausgedünnt. Okay. Was ich eine hervorragend nette Formulierung finde an der Stelle. So, und die ganze Geschichte im Original hat halt tatsächlich sehr viel dunklere Untertöne, will ich mal sagen. Der Bruder des Autoren ist sehr zeitig gestorben. Der hatte einen, ich glaube, Schlittschuhunfall. Ich will es jetzt nicht genau beschwören. Okay. Ist aber auf jeden Fall sehr zeitig gestorben. Die Mutter ist daraufhin emotional halt völlig abgekackt. Ja. Hat dementsprechend wohl auch den anderen Bruder, also den Autoren, relernativ heftig vernachlässigt. Ja. Und hat sich eigentlich nur damit getröstet, dass eben ihr anderer Sohn, der gestorben ist, nicht erwachsen werden muss. Dass er also immer dieses glückliche Kind bleibt. Das ist die eine Variante. Demzufolge liest man das auch sehr oft oder kriegt man sehr oft so die Interpretation Peter Pan als Todesengel. Also er klaut zwar Kinder, aber er ist quasi in dieser, ich will mal sagen, in dieser Hospizphase. Wenn du weißt, du kannst ihn nicht mehr retten, aber dass man ihn eben den Übergang erleichtert quasi. Das ist Variante 1. Variante 2, und hier kommt Alice in Wunderland ins Spiel. Es gab wohl in der Biografie dieses Menschen mindestens zweifelhafte Dinge. Er hatte halt eine wie auch immer geartete Freundschaft oder Beziehung oder wie auch immer mit zwei Nachbarskindern so ungefähr. Und der eine hat sich vor den Zug geschmissen, der andere ist ersoffen und der nächste ist im Krieg gestorben. Und gerade bei dem, der sich da so vor den Zug geschmissen hat, gibt es so Gerüchte, dass da eventuell Dinge gelaufen sind, die nicht hätten laufen dürfen. Und das wiederum bringt mich auf Alice im Wunderland. Denn Alice im Wunderland ist ja genau das. Bei Lewis Carroll ist ja auch mit Pädophilie und derartigen Dingen, es ist nicht bewiesen, aber schwierig. Ich wechsle mal kurz das Gerät und gehe mal in den anderen Raum, weil hier macht man einer Dinge. Okay. So, da bin ich wieder. Hallo. Ich nehme an, hier sind die Geräusche nicht weniger laut, oder? Das ist richtig, aber so ist das halt. Dann kann ich es nicht ändern. Genau. Ja, die Nebengeräusche werden Ihnen präsentiert von Nachbar. Nachbar, schließlich ist es Ihr Umfeld. Ja, wir waren gerade bei Lewis Carroll gewesen. Oder bei Michael Jackson, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich meine, sein Dings hieß nicht umsonst Neverland, nicht? Ja, eben. Genau, ja, Lewis Carroll. Der Mann mit den Mädchen und dem Boot. Genau, gut, also du kennst die Geschichte, das ist schon mal schön. Und wenn man das jetzt noch in Kontext setzt mit, in seiner Geschichte gibt es ein Getränk oder einen Trank oder ein Mittel, in dem das Kind nicht zu groß und nicht zu klein ist. Sondern genau perfekt. Kriegt das Untertöne, die einem sehr große Bauchschmerzen machen, wenn man es liest. Und der Witz ist halt tatsächlich, ich habe jahrelang diese Bücher sowohl Peter Pan als auch Alice im Wunderland gelesen und ich
fand die immer gruselig und ich konnte nie sagen, warum. Seit ich die Biografien kenne, weiß ich wieso. Ja. Naja, und auf jeden Fall habe ich jetzt eine sehr lustige Peter Pan-Adaption gelesen, eine relativ neue, von Brom, heißt der Autor, The Child Thief. Okay. Und das ist tatsächlich ziemlich geil. Also, es werden regelmäßig irgendwelche Organe und Gedärme aus irgendwelchen Körpern gezogen. Es wird sehr blutig und sehr dreckig gestorben. Die ganze Hook-Thematik ist auch sehr nett. Das ist übrigens auch der Hook in der Originalgeschichte. Gibt's ja auch die Verschwörungstheorie. Es wird nie, soweit ich das mich erinnere, im Buch ausgeführt. Aber im Dings ist ja die Idee, dass Hook einer dieser Kinder war, die Peter Pan irgendwann geklaut hat. Und weil er zu alt wurde, sollte er umgebracht werden und ist aber irgendwie davongekommen. Und deswegen hat Hook sich jetzt zu einer Bande zusammengeschlossen mit den anderen, die vielleicht überlebt haben, und bekämpft Peter. Weil die Verschwörungstheorie ist deshalb einigermaßen okay, weil Hook nie auf die Kinder geht. Er geht immer nur auf Peter Pan selber. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, diese neue Adaption, die hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Die ist sehr blutig. Gegen Ende hin lässt sie es sehr nach, muss ich sagen. Ja. Also da trägt einfach, ich weiß nicht, ob er dann ins Faseln kommt oder irgendwie ist es, gegen Ende wird es dünn. Aber die hat viel Spaß, wie schön ist. Also. Okay. Kann man mal machen. Und der, Entschuldigung. Der Typ scheint wohl tatsächlich auch ganz gerne mal mit solchen klassischen Themen zu spielen und die irgendwie neu zu adaptieren und neue Sachen zu machen. Bin ich sehr gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall die nächsten Bücher auch noch holen. Ja. Also, falls du für solche Sachen bist, gibt's als Hörbuch, gibt's, glaube ich, auch als normales Buch. Kann man lustige Dinge mitmachen. Sehr cool. Ja. Ich hatte auch noch irgendwas, aber was hatte ich denn? Hab ich in deine Notizen reingerufen? Hab ich Notizen? Mal gucken. Nee, das heben wir uns mal auf für schlechte Zeiten. Nee. Dann weiß ich nicht, was du vorbereitet hast, falls du vorbereitet hast. Ich habe nichts vorbereitet. Das ist auch okay. Wollen wir spontan irgendwas tun? Ich könnte noch über Last of Us reden. Das Spiel oder die Serie? Nee, die Serie. Wir haben jetzt tatsächlich die Serie angefangen. Okay. Sie ist zumindest bisher sehr vorhersehbar, will ich sagen. Aber sie ist nett. Also man kann das, glaube ich, angucken. Wir haben jetzt die ersten zwei Folgen gesehen. Es ist ganz putzig. Ich möchte den ganzen Tag Menschen anschreien. Möchte auch den ganzen Tag andere Menschen anschreien, die irgendwelche Quatsch über Pilzinfektionen im menschlichen Körper erzählen, aber das ist ein anderes Problem. Weil ich da aus Gründen leider eine sehr große Expertise habe, da scheint mein Körper nämlich ein sehr großer Freund von zu sein, von so Quatsch. Weshalb es mich dann immer ein bisschen irritiert. Aber gut. Wir wissen ja, dass ich innerlich tot bin, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von einem Zombie-Pilz gesteuert bin, sowieso sehr groß. Aber anderes Thema. Aber die Serie ist sehr nett, also die kann man tatsächlich angucken. Ich bin mal gespannt, wie sie wirklich so die anderen Zombie-Pilz-Menschen so umsetzen, weil es gibt ja im Spiel verschiedene Arten, sag ich mal. Das kann noch interessant sein. Ich weiß nicht, hattest du das Spiel gespielt oder angeguckt? Überhaupt oder nicht, nein. Überhaupt nicht, okay. Aber ich kann mir vorstellen, man hat an der Serie tatsächlich auch sehr Spaß, wenn man die Spiele nicht kennt. Gerade im Belegen. Spielemäßig habe ich, glaube ich, nur City Skylines gespielt in den letzten. Ja, aber das war sehr unterhaltsam. Ja, und ich habe mir vielleicht einen U-Bahn-Simulator. Es ist diese Art Spiel, wo du dir denkst, ja,
Ich bin neugierig. Ich möchte es mal ausprobieren, auch wenn ich genau weiß, dass es sehr langweilig sein wird. Weil ich meine, es ist ein Schienenverkehrssimulator. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Möglichkeiten hätte, wie rüstest das mit Kanonen aus, fährst eine andere Strecke, als du willst. Nee, fährst eine andere Strecke, als du sollst. Ist halt nicht, ne? Du gibst Gas, du bremst, du machst die Türen auf, du machst die Türen zu. Und du fluchst, weil plötzlich Leute noch in deinem Zug sitzen, obwohl du schon obwohl du schon an der einen Haltestelle bist und so. Ja, was aber einfach daran liegt, dass ich nicht an allen Haltestellen angehalten habe. Siehst du, Abwechslung. Voll spannend. Also, ich habe es jetzt, glaube ich, insgesamt 1,5 Stunden gespielt und würde sagen, ich habe alles erlebt. Ja, voll gut. Es war seine 20 Euro nicht wert. Aber vielleicht gibt es ja demnächst mal ein Update und... Du kannst plötzlich Panzer auf Schienen fahren oder so. Ja, oder man hat mal Stellwerksprobleme oder so. So aufregende Sachen im Leben eines Bahnfahrers. Zug fällt aus. Was weiß denn ich? Es war witzig zuzuschauen. Und vor allem habe ich ja auch nicht gemerkt, dass du zwischendrin das Spiel gewechselt hattest. Und weil du ja in City Skyline so nah ranzoomen kannst, hat das für mich halt völlig Sinn gemacht, dass du plötzlich in der Kabine des Busfahrers sitzt. Oder des Straßenbahnfahrers. Deswegen war ich überhaupt nicht verwirrt. Und dann hast du auch wieder zurückgeschalten auf City Skylines. Das hat auch für mich wieder völlig Sinn gemacht. Also hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass du zwischendrin das Spiel gewechselt hast. Wir können auch, wenn ich das nächste Mal irgendwie nicht komplett müde vor dem Rechner sitze, auch ein bisschen Weltraumgedöns spielen. Es Global oder? Ja. Es gibt auch noch Oxygen nicht not included. Hast du dir das mal angeguckt? Hatte ich, ist glaube ich auf meiner Wunschliste oder so. Müsste ich jetzt mal gucken. Das soll ja auch sehr witzig sein. Interstellar Transport Company habe ich drauf. Den Elektriker-Simulator? Nee. Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nicht drauf. Gerade mal nachgucken. Übrigens soll es demnächst eine neue Map für Hunter geben. Hunter geben, und zwar Australien. Wahrscheinlich Outback. Nice. Also so richtig wüstenmäßig halt. Das wird cool. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Christen haben wieder ihr Altmetall angeschmissen. jetzt weiß ich, warum das nicht auf meiner Liste steht. Es hat diese 2D-Optik. Ach so, okay. Ja, das ist dann halt so doof. Da bin ich ja... Das ist ja der Witz, weil ich spiele ja nur die 2D-Optik. Ja, ich bin da Snob. Wir haben Technik so weit entwickelt, niemand muss mehr 2D spielen. Naja, ich warte ja immer noch sehnsüchtig. Es soll ja Chef-RPG 2023 rauskommen. Quasi ein Stardew Valley Harvest Moon Ding mit Kochen. Ja. Das sieht auch sehr, sehr nett aus und ich möchte es sehr, sehr gern haben. Okay. Aber es ist noch nicht da. Aber da werde ich wahrscheinlich auch wieder unvernünftig viel Geld für ein 2D-Spiel ausgeben. Tja, nun. Ja, man muss aber dazu sagen, wenn ich für diese Spiele unvernünftig viel Geld ausgebe, ist das bedauerlich, dass ich da auch so 170 Stunden rein versenke. Also zumindest bei Stardew Valley war es seinerzeit weit über 200 Stunden. Von daher ist das dann schon wieder gerechtfertigt. Aber, nein, aber ich mag ja diese Art von Spielen. Ich brauche da nicht... Ich schreibe dann meine 5-Jahres-Pläne und so. Das entspricht alles meinem inneren... Ja, ja. Das entspricht meinem inneren Zwangsneurotiker. Das ist schon sehr praktisch alles. Okay. Und halt diese ganzen Spiele, wie zum Beispiel der Eggweg. Hallo, Eggweg. So spielt zum Beispiel hier ESO und so weiter. Auch voll interessant, hatte ich eigentlich auch auf dem Wunschzettel.
Dann habe ich ihm aber irgendwann mal zugeguckt und nein, ich kann das nicht spielen, weil es ist 3D-Optik, da werde ich sehkrank, das funktioniert ja nicht. Also das ist ja bei mir tatsächlich ein Ding, ich werde davon echt sehkrank. Ja, nein, dann hat das ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja genug Pixel-Gedöns, mit denen man Spaß haben kann. Ja. Ich mag Pixel. So. Wie vernünftig sind wir denn? Die Frage ist, wie müde sind wir denn? Ja. Aber wir haben schon wieder eine Stunde voll, würde ich sagen, ne? Echt? Ich glaube, wir haben um 2 angefangen. Das ging schnell. Ja, schon. Hättest du denn noch Ideen? Nee, die Vernunftfrage war jetzt mehr ein, drücke ich auf kaufen oder nicht kaufen bei Thomann? Nochmal, ich habe ja mit dem Jonas ausgemacht. In dieser Ehe ist niemand die Stimme der Vernunft. Da du ja quasi erweiterte Familie bist, fürchte ich, dass diese Regelung auch für dich gilt. Deswegen, du kennst die Antwort. Gefällt mir, gefällt mir. Aber liebe Dame, ich habe das nie gesagt. Ich habe nur eine Theorie geäußert. Nämlich eben festgestellt, dass auf meiner viel zu langen Thomann-Wunschliste das hier stand. Und vielleicht jetzt einfach der passende Zeitpunkt wäre. Oh, das ist nett. Was macht das? Audio-Interface. Aber das hat doch gar kein... Ach doch, da sind Eingänge. Das sieht ja hübsch aus. Das ist quasi der gleiche Hersteller wie mein Mikro. Ja. Und das Ding hätte halt für mich den Vorteil, dass es Dinge schon in Hardware tut, bevor es in den Rechner reinmöppelt. Ja. Also sowas wie Equalizer, Kompressor, ja. Audioaufhübschung macht das Gerät quasi schon intern, über seinen internen Rechner. Ja. Und belastet damit quasi nicht den Rechner hier. Ich bin ein Idiot, du musst mir helfen. Das hat ja jetzt nur einen Knopf. Ja. Ist das nur das, was Knopf. Wir wollen? Weil mehr Knöpfe mehr gut oder weniger Knöpfe mehr gut? So wie ich das verstehe, ich habe mir die Bedienungsanleitung noch nicht durchgelesen. Okay. Also wie ich das verstehe, brauchst du nur diesen einen Knopf, weil der einfach verschiedene Dinge regeln kann. Mhm. Ne, wenn du irgendwie lang drauf drückst, kommen andere Menüs und sowas. Und ansonsten, das Ding hast du ja eh quasi per USB am Rechner hängen. Mhm. Und kannst quasi dir eine Website aufrufen, auf der dann die ganzen Regler sind. Ach so, wenn du was ändern willst. Ja. Beziehungsweise übers Handy, weil das Ding einfach per App ansteuerbar ist. Handladen genossen. Ist natürlich wieder viele Einfallstore für Bugs. Ja. An vielen Stellen kann was schiefgehen, weil es kann viel. Ja. Andererseits ausprobieren. Naja, ich meine... Mehr als schiefgehen kann es ja nicht. Ich wollte gerade sagen, und davon abgesehen ist doch bei Thomann so Sachen wie Rückgabe auch eigentlich ein gelöstes Problem. Ne? Genau das. Naja. Also ich werde nicht mit dir... nein, ich werde nicht intervenieren. Das andere Interface, was ich da auf meiner Liste hatte, das Universal Audio... Mhm. Sollte irgendwie 50 Euro weniger kosten. Aber das macht's gerade nicht fett. Das ist dann auch wurscht, genauso. Richtig. Mhm. Scroll, scroll, scroll. Naja. Ich glaube, ich lese gleich nochmal diese Testberichte durch, weil ich noch ein bisschen Hintergrundwissen brauche. Ich gehe mal davon aus, dass es Phantomspannung kann, aber steht nicht bei. Erkläre für Dumme, was ist Phantomspannung? Manche Mikros brauchen Spannung. Hm? Mal andere nicht. So also dieses ganz klassische Eistüten-Reinsprechmikro braucht keine. Das hier braucht welche. Okay. Ja. Und da ist halt die Frage, kann der das liefern oder nicht? Hm, genau. Verstehe. Hm? Ja. Normalerweise können die das, aber manche sind da ein bisschen spezieller zugeschnitten. Der Standard sind 48 Volt. Es gibt auch Geräte, die können nur 12, warum auch immer. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil das halt überhaupt kein Standard ist. Okay. Andererseits gibt es halt auch
abnehmende Geräte, wie spezielle Headsets, die eben mit 48 Volt nicht umgehen können, weil denen das zu viel ist, aber das ist halt so nischenproduktmäßig. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Das klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich habe genau keine Ahnung davon. Ich doch auch nicht. Aber, na doch, du hast da schon ein bisschen Plan. Ah, es ist eine leuchtende 48 abgebildet, also wird er das wohl können. Ja. Ja. Ach, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Vielleicht schlafe ich nochmal drüber. Ja. Hätte mich heute wieder über den ÖPNV hier aufregen können. Ja, ja, ich weiß, es ist ein Luxusproblem, weil es gibt hier ÖPNV. Aber es ist halt sehr wild aufgebaut. Mhm. Ich müsste nur auf die andere Main-Seite. Mhm. Wirklich nur quasi von hier über den Fluss. Das sind... Okay. Mit dem Auto bist du in 10 Minuten da. Mhm. Weil es wirklich nur einmal über die Brücke ist. Luftlinie sind es vielleicht, wenn es hochkommt, 3 Kilometer. Mhm. Mit dem ÖPNV brauche ich 1 Stunde. Mhm. Weil ich einmal komplett ans andere Ende von Frankfurt dort umsteigen und dann wieder zurückfahren muss auf der anderen Main-Seite. Mhm. Weil es keine direkte Verbindung über den Fluss gibt, warum auch immer. Du bist alles quasi schneller zu Fuß. Ja, ich habe auch überlegt, ich bin schneller zu Fuß als mit Straßenbahn, Bus und so weiter. Brauchst du ein Gummiboot? Ich müsste nur einen Arsch hochkriegen und mein Fahrrad endlich wieder zu mir nach Hause holen. Mhm. Was ich aus Umzugsgründen gerade nicht hier stehen habe, weil einfach die Wohnung voll steht mit Kruscht. Mhm. Der noch auf die Deponie gefahren werden muss, was aber ohne Auto denkbar schwer ist. Nachvollziehbar. Aber Fahrrad grundsätzlich doch eigentlich voll gute Erfindung. Ja, funktioniert, weil angeblich gibt es über die Autobahn eine Fahrradverbindung. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, neben der Autobahn ist ein Fahrradweg. Ach, okay, das ist eine andere Formulierung als... Ja, okay. Bin ich selber noch nicht gefahren, okay. Weil ich das Konzept unseriös finde. Mhm. Nachvollziehbar. Ich hörte auch, ja, es gibt einen Fahrradweg, der sei nur so eng, da passen nicht 2 Fahrräder aneinander vorbei. Mhm. Mhm. Weil Frankfurt ist ja so eine kleine Stadt, da wird es genau. Nie dazu kommen, dass da 2 Fahrräder sind. So viele auf einmal, kann ja gar nicht sein. Genau. Ja. Das ist genauso, wie die Deutsche Bahn nicht davon ausgeht, dass in einem Zug mehr als 1 Rollstuhlfahrer ist. Genau das. Ah. Mhm. Ach, schön. Das siehst du, dann haben wir uns doch auch heute wieder über was aufgeregt. Genau. Dann ist für den Blutdruck auch wieder gesorgt. Apropos, ich habe heute meine neuen Blutdrucktabletten vom Arzt abgeholt. Ach, sehr gut. Ganz neue oder einfach nur neue Dosis? Neue Dosis. Ja, hast du denn jetzt nächste Woche Pläne? Ich habe gerade... ich konnte dich nicht hören, ich habe geschluckt. Ich habe gefragt, ob du diese Woche Pläne hast, aber ich glaube, jetzt möchte ich mich lieber über deine Anatomie unterhalten. Naja, ich weiß nicht, ob das alle Menschen haben, aber bei uns in der Familie scheint das ein Ding zu sein. Wenn ich kaue oder schlucke, kann ich nichts hören. Das ist lustig. Warte mal. Moment, wir müssen das... Kein Problem. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen eine Weile irgendwelchen unnützen Kram hin und her, so eine Art Soundcheck. Und während ich das mache, tut dir da einfach ein bisschen trinken. Und... Ich höre dich. Okay. Keine Ahnung. Wir haben alle das gleiche verrückt kaputte Kiefergelenk. Deswegen, wer weiß, ob das irgendwas zudrückt beim Wegen oder... Ne? Das ist gut möglich, ja. Ja. Hast du mal probiert, ob du auf beiden Ohren nichts hörst dann? Zumindest höre ich so wenig, dass ich... Also ich höre, dass jemand was sagt, aber ich verstehe es nicht. Das ist lustig. Okay, das ist spannend. Ich glaube, da muss ich heute mal Menschenversuche mit Jonas machen. Mhm. Ich mag Menschenversuche mit Jonas. Nicht sicher, ob Jonas das auch mag, aber... Ja, nun. Und ein bisschen Schwund ist immer. Er hat ja Geduld. Genau. Ach. Ob du Pläne hast diese Woche? Ich bleibe noch bis Mittwoch hier. Hm? Werde also morgen meine Runde durch Frankfurt drehen.
Und einmal beim Gitarrenladen vorbei, neue Saiten kaufen, vielleicht ein Interface. Mhm. Dann, wenn ich Glück habe und eh schon so die halbe Strecke bis zum einen Gitarrenladen gemacht habe, habe ich quasi, muss ich nur noch in eine Straßenbahn, um zu dem anderen Gitarrenladen zu fahren, wo es dann das neue Interface geben würde. Ach so, du willst das gar nicht online kaufen, eventuell. Das ist die Frage. Das eine gibt es auch hier, das andere gibt es nur bei Thomann. Das, wenn ich natürlich einfach den lokalen Händler unterstützen kann, dann ist das... Ne? Welches gibt es beim das erste? Das Universal Audio gibt es auch hier in Frankfurt beim Session. Ja, okay. Das Luit-Gerät gibt es da nicht, das hat... Ja, okay, verstehe. Andererseits, wenn ich das Luit-Gerät bestelle, muss ich gucken, wo ich es hinbestelle, weil, wie gesagt, ich bin nur noch bis Mittwoch hier. Ja. Dann fahre ich zur Dame. Ja. Wie lange ich da bleibe, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich nicht so lange, weil wir am 27. Wieder hoch in Richtung alte Heimat müssen, zwecks Vernichtung japanischer Lebensmittel. Okay. Jetzt bist dein Ton weg, ich weiß nicht wieso. Was, mein Ton ist weg? Jetzt bist du wieder da. Na, Gott sei Dank. Oder dein Video ist, dein Video ist eigentlich nicht unsynchron. Es war lustig, weil du hast die Lippen bewegt, aber ich habe nichts gehört. Sagte der Matrose, so ein Mädchen. Vernichtung asiatischer Lebensmittel. Genau. Vernichtung asiatischer Lebensmittel, Sushi-Essen mit Schwester und Sven. Ausgezeichnet. Grüße gehen raus. Genau. Ja. Das Sushi-Essen ist voll gut. Es ist ein bisschen lustig, dass du das verträgst. Tu ich nicht. Ah, gut. Dann. Deswegen gibt es bei mir nur sehr wenige Sushis, weil Reis ist böse. Ja. Und zum anderen nur die mit Gemüse und möglichst wenig Fisch. Das macht sehr viel Sinn, ja. Genau. Nämlich hat damals tatsächlich sogar das panierte Gemüse umgebracht. Also. Okay. Wahrscheinlich, weil das auch in irgendeinem Fischöl okay. Frittiert war oder keine Ahnung, aber das war nicht schön. Hm. Für keinen der Beteiligten war das schön. Nee, also, wo ich gemerkt habe, was schwierig ist, ist, wenn Sesam dran ist. Mhm. Weil ich Sesam liebe, aber überhaupt nicht essen kann. Okay. Macht das einen Unterschied, ob geschält oder ungeschält? Denke schon, weil Sesamöl zum Beispiel geht. Also es ist nicht okay. Der Sesam an sich. Ja. Das ist einfach die Ballaststoffizität quasi. Mhm, verstehe. Deshalb vermute ich, dass es... Oder ist es einfach, weil Körner an sich... Körner sind und ich bin kein Vogel. Dann habe ich meinen eigenen Faden verloren. Sushi, Fisch. Genau, Fisch an sich ist kein Ding. Also. Ja. Es ist halt mehr dieses, es ist nicht gekocht, es hat. Ja, klar. Alle Nährstoffe drin, die vorher drin waren, inklusive den Würmern. Ja, nun, das ist wieder ein anderes Problem. Aber ach. Ja, nee, ich weiß noch nicht, eventuell, wenn es morgen wieder so weit geht, dass ich mich bewegen kann. Und das Wetter hält, es soll ja eigentlich erst Abend krachen. Der letzte Stand, den ich hatte, bei euch kracht's nicht. Auch morgen nicht. Nö, es soll, also die neuesten Prognosen sagen, Vormittag bis Mittag ein bisschen Regen. Also wirklich ein bisschen, also unter einem Millimeter. Okay. Na gut, wenn man's aufsummiert, ist es mehr als ein Millimeter, aber ist ja egal, weniger als ein Millimeter pro Stunde. Also ja. Lass das insgesamt vielleicht 1,5 Millimeter Niederschlag sein. Und bis so um 1 rum oder was? Ja, bis 12, 1 Uhr rum. Okay. Gut, das Gewitter scheint heute gegen Abend quasi den Westen zu treffen und sich dann so weit abzuschwächen, dass es nicht mehr... Die ersten Zellen sind schon unterwegs. Ja. Das sieht spannend aus. Ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die gesamte Warnkarte ist eigentlich grün und die Flecken, die da sind, es gibt keine, es wird ein bisschen komisch Flecken, sondern nur ein, oh Gott, bringt euch in Sicherheit Flecken. Ja. Okay, nett. Spannend. Ja, das ist das Problem bei der Geschichte. Diese kleinzelligen Gewitter kriegst du nicht gescheit vorhergesagt. Ja, ja. Wenn die mal da sind, ist es kein Ding, deren Zugbahn vorauszusagen. Aber, erst mit aber das Theorie. Auftreten, Wissenschaft für sich, und zwar schwarze Wissenschaft. Also, Naja, weißt du, also ich weiß, du bist nicht,
Ich weiß, du bist nicht in dieser Magie grundsätzlich bewandert und so, aber werfen wir Hühnerknochen oder was sind die Indizien dafür, dass sich da was entwickelt? Was du brauchst für ein Gewitter ist erstmal ein... Du brauchst erstmal eine Atmosphäre, in der sehr viel Energie übrig ist. Das heißt, sehr viel Hitze und sehr viel Kälte, die aufeinander bumsen. Richtig. Und zwar in gewissen Konstellationen. Also es hilft dir nichts, wenn warme Luft oben und kalte Luft unten ist. Du brauchst warme Luft unten, am besten warme, feuchte Luft. Sehr feuchte Luft. Ich sag mal in Bodennähe, also in den ersten 100 Metern. Ersten paar hundert Metern. Und oben drüber kühlere Luft. Ja. Nach Möglichkeit kühlere, trockenere Luft, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie wir alle wissen, warme Luft steigt nach oben. Das heißt, die warme Luft zieht es in die kalte Luft rein, dadurch kann das Wasser auskondensieren. Ja. Wenn das schnell genug funktioniert, wenn also du ein großes Energiegefälle hast und die richtig Zucht drauf bekommt und richtig krasse Aufwinde bekommt, dann hast du die Gefahr von Gewittern. Weil du dann viel Reibung hast, du hast schnelle Kondensation, das Zeug steigt dir auch elends hoch, weil du einfach ein großes Temperaturgefälle hast, hat richtig Schwung und kann weit nach oben schießen. Und das Problem ist, dass diese Grenze zwischen, ja, da bilden sich jetzt ein paar Wolken und, oh Gott, da bilden sich aber ganz schöne Wolken und Gewitter, ist eine sehr enge. Das ist kein so elends langsamer Übergang, das ist ein relativ scharfer Übergang und den zu treffen ist schwierig. Verstehe. Und das Problem ist, und das, wenn ich das, nagel mich da nicht drauf fest, ich bin Programmieräffchen, kein Meteorologe. Durch den Klimawandel hast du halt mehr Energie in der Atmosphäre. Das heißt, die Dinger treten dir häufiger auf, statistisch gesehen. Aber sie treten dir auch häufiger kleinräumig auf. Und das ist, wenn die ganze Magie noch blöder wird, weil du nicht auf großem Maßstab rechnen kannst, was eindeutig einfacher wäre, weil du mehr Messpunkte hast. Ja. Sondern es tritt dir sehr, sehr kleinräumig auf. Und das ist schier unmöglich vorherzusagen. Okay. Du kannst gewisse Wahrscheinlichkeiten, das funktioniert, dass du sagen kannst, ja, hier könnte eventuell mit Wahrscheinlichkeit von über 30% ein Gewitter kommen. Aber zu sagen wirklich, Bauer, bring deine Ernte in Sicherheit, heute Abend rumpelt's, wird mit dem Klimawandel immer schwieriger. Das ist spannend. Wie gesagt, wenn das Zeug einmal da ist, kein Ding. Und auch da natürlich, die Berechnungen werden immer besser, dass du solche Konvergenzen einfach schneller detektieren kannst. Auch da ein Hoch auf den Flugverkehr. Wir brauchen jedes Flugzeug am Himmel quasi für gescheite Vorhersagen, weil manche Flugzeuge beziehungsweise manche Fluglinien diese Daten sammeln können, was in der Luft dumme bevor Frage, aber ist das ein Menschen, das das einmeldet oder ist das quasi automatisch an automatisiert, aber die meisten Fluggesellschaften spielen da nicht mit. Das heißt, die rüsten ihre Flugzeuge damit einfach nicht aus mit diesen Messgeräten, weil es kein Muss ist. Das ist ein nice to have. Aber das ist doch auch dumm. Ich meine, die haben doch da auch voll viel von. Desto mehr Daten ihr habt, desto mehr sinnvolle Prognosen könnt ihr machen. Intelligentes Handeln voraussetzen, sehr schwierig, ich weiß. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn man sagt, na gut, wir haben da oben sowieso 1000 Flugzeuge, die Messdaten liefern, wir brauchen da nicht 2000, weil die fliegen auf den gleichen Routen. Ja, okay. Wäre natürlich schön, mehr Messwerte zu haben, auch global mehr Messwerte zu haben, aber ja. Genau, und deswegen, die ganzen Flugzeugmesswerte sind halt wichtig, um sowas vorherzusagen. Das war ja das Problem Anfang der Pandemie. Als der Flugverkehr eingestellt wurde, wurden die Wettervorhersagen scheiße, weil jede Menge Messpunkte gefehlt haben. Ja, okay, das macht tatsächlich Sinn. Aber gilt das nur für Personenverkehr oder auch Fracht? Also Güter, weil ich meine, am sinnvollsten wäre es ja, die Dinger an die Frachtflugzeuge ranzupappen. Die kommen erstens, überall dran. Ja, eben. Und vor allem, weil die fliegen ja auch in Gegenden, wo wahrscheinlich so Personalverkehr verhältnismäßig selten ist. Richtig, genau. Deswegen macht das für mich unter Messpunktdichte
total viel Sinn. Genau das. Also jedes Flugzeug kann das vom Prinzip her mitführen. Mhm. Okay. Ja. Genau. Spannend. Und diese Messwerte kombiniert mit Radarbildern und Satellitenbildern kannst du dann halt, wenn du da genügend Magie drauf wirfst und vielleicht auch gewillt bist, Fehlalarme zu geben, kannst du dann durchaus sagen, hier und da könnte es zu Gewittern kommen. Aber ja, Gewittervorhersage immer sowas, was nur sehr, sehr kurzfristig möglich ist. Mhm. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn der Satellit oder das Radar das sieht, dass dann Gewitter ist, dann ist das schon da. Ja, ja, klar. Wie ist das denn generell? Also ich kannte das früher, wo ich Kind war, so, das Gewitter kam, dann hat das ein bisschen gerumpelt, dann ist es wieder über ein, hat es eine Runde gemacht. Dann kam das eine Stunde später, kam das wieder, hat wieder ein bisschen gerumpelt, ist wieder drüber. Und das Spiel haben wir so lange gespielt, bis die Wolke halt leicht genug war, dass ich übers Gebirge drüber kam. Okay. Weil wir sind halt hier Gebirge, das heißt, wenn die richtig voll sind, die Wolken, bleiben die hängen und kommen halt immer wieder so, wie es sich halt gerade. Und in den letzten Jahren ist mir so krass aufgefallen, erstens, die Gewitter bewegen sich kaum noch. Ja. Und zweitens, sie sind viel weiter oben. Ja. Ja. Kannst du mir das sinnvoll erklären? Mehr Energie in der Atmosphäre. Das heißt, das ganze, der ganze typische Gewitterpilz quasi, ne, den man so kennt, dieser Wolkenturm, der reicht einfach höher. Naja. Beziehungsweise hat bis weiter oben auch noch Bums. Also. Ja, aber früher war es doch so, dass das. Also. Mittlerweile ist es ja an dem Punkt, dass die Blitze gar nicht mehr bis runter reichen. Mhm. Es findet ja fast nur noch oben statt oben und unten. Das irritiert mich eigentlich. Und vor allem, also mein Laienverständnis ist ja das, je mehr Energie da drin ist, da müsste dann ja auch eigentlich per se Strömung, also es in Wind stattfinden. Und wenn Wind stattfindet, muss es ja das Ding bewegen. Aber es bleibt Du hast das ganz, ganz richtig formuliert. Du brauchst einen Energieunterschied, um Wind zu haben. Ja. Den hast du innerhalb der Wolke. Du hast die warme Luft unten, die kalte Luft oben. Das heißt, der ganze Wind steigt. Es ist ja im Grunde genommen Aufwind, ne, der das Ganze nach oben drückt. Genau. Steigt nach oben. Um das Gewitter rumzutreiben, in der Gegend rumzutreiben, brauchst du horizontalen Wind. Genau. Das heißt, du brauchst horizontal Unterschiede in der Temperatur und damit im Druck. Ja. Was macht mein Nachbar da? Das ist seltsam. Wenn's, hörst du das? Ja, ja. Skurril. Hat eine Kartbahn gebaut. Möglich. Wenn du wenig Energiedifferenz horizontal hast, also wenn es überall, sag ich mal, warm und gleich drückend ist sozusagen, dann hast du keine Winde. Nichts. Genau das. Dann zieht es halt nirgendwo hin. Auch eine Folge des Klimawandels, weil es halt durchgehend wärmer wird. Ja, okay. Und du quasi weniger krasse Unterschiede hast in den Temperaturen. Das müsste doch aber eigentlich gleichermaßen auch wieder bedeuten, dass wir tendenziell, wenn die Gewitter höher gehen, tendenziell wir weniger Blitzschäden und so Zeug haben müssten. Das kommt ganz drauf an. Oder? Das kommt ganz drauf an, glaube ich. Auf das jeweilige Gewitter. Da bin ich nicht genug drin, um da irgendwas. Ja. Weiß ich auch nicht, ob es da schon Statistiken zu gibt. Nee, weil das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ist mir so über die letzten Jahre so krass aufgefallen, dass sich das total verändert hat. Aber spannend. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten ist natürlich eine der Regeln bei Gewitter, es hört immer dann auf, wenn ich mir eine Hose angezogen habe. Das ist praktisch. Das könntest du nutzen, diese Fähigkeit. Ja, schon. Nee, das ist halt, aber die Abneigung gegen Hosen ist auch sehr groß. Vielleicht sind die Götter einfach nur sauer, weil sie deine Füßchen sehen können. Naja, aber das können sie ja bei Hosen per se auch. Also. Ach, stimmt. Ja, stimmt, Hose an heißt nicht direkt auch Schuhe an.
Ja, Nee, aber ja. es ist tatsächlich so ein Paranoia-Ding. Ich habe ja echt ein Problem mit Gewitter. Weil Holzbude und Dachgeschoss. Und die Fähigkeit zu laufen ist ja eingeschränkt. Aus welchem Holz Hervorragendes. ist das gemacht? Weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, das brennt sehr gut. Okay. Und halt auch überall noch Wolle und Zeug drin und ja, nicht gut. Demzufolge, wie gesagt, bin ich bei Gewitter sehr, 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 sehr paranoid. Weshalb ich hier halt einerseits immer einen Fluchtrucksack stehen habe und mir dann eben auch bei Gewitter regelmäßig Klamotten anziehe. Und es ist immer so, wenn ich beschließe, es ist jetzt schlimm genug, dass ich paranoid genug bin, mir eine Hose anzuziehen, ist es 10 Minuten später vorbei. Okay, ich finde den Indikator einer Paranoia-Hose einen guten. Ja, das ist aber Möchte das gut. als Sendungstitel vorschlagen. Okay, das ist zur Kenntnis genommen. Ach, ach, ach. Ja, nun. Ja, nun. Ich würde dann diese Folge quasi in 2 Wochen rausgeben erst, damit sich die Hörerschaft nicht so an regelmäßige Abstände gewöhnt. Okay. Die hatten ja jetzt die letzten paar Folgen in wöchentlichem Abstand. Aber ich befürchte, das werden wir wahrscheinlich nicht auf lange Sicht durchziehen können. Weiß ich nicht. Also mir ist es Weiß ich auch egal. Ich nicht. kann das raushauen, wenn du willst, aber ich dachte, wir bringen den gar nicht erst bei, dass es sowas wie Regelmäßigkeit gibt. Finde ich gut. Auch wenn ich mir dann wahrscheinlich immer die Fragen anhören darf, wann kommt die neue Folge raus? Naja, und ansonsten. Dann muss ich immer sagen, ja, nett, dass du fragst, gib bitte ein Ticket auf. Genau das. Genau das. Ansonsten können Sie ja selber fragen, Sie müssen nur in den Chat kommen. Richtig, richtig. Ach, ach. Tja, nun. Ja nun, und wie gesagt, irgendwann, wenn wir demnächst mal sehr viel Zeit und Langeweile haben, du hast jetzt noch diese Woche Urlaub oder hast du Genau. den ganzen Mai noch Urlaub? Nein, leider nicht, leider Leider nicht. nicht, okay. Oh, wieso gehen meine Bildschirme aus? Bin ich noch da? Jetzt gerade bist du raus. Also jetzt gerade ist es ausgegangen. Also quasi in der Sekunde, in der du das sagtest. Spannend, aber du hörst mich noch. Ich höre dich noch, ja. Er hat gerade wurden meine Bildschirme schwarz und er hat, witzig, er hat das Audiogerät erkannt, meinen Monitor. Oh, aber du klingst nicht anders, also. Ich habe auch extra gesagt, bitte spiel nicht damit. Und extra nochmal nachgeschaut, dass er ja mein Mikrofon hier ausgewählt hat. Skurril, skurril. Ja, auf jeden Fall, wenn wir demnächst mal ganz viel Zeit und Langeweile haben, machen wir mal wirklich das mit dem Sendungskonzept und so und das mit dem Dinge anschauen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es mir wie immer eine Ehre, mit Ihnen zu podcasten. Die Ehre ist ganz meinerseits verdingst. Und ich würde mich dann erstmal verkrümeln und in Badewasser werfen, weil in spätestens einer Stunde ist wahrscheinlich mein Mann wieder zu Hause. Ach ja, na dann mach dich hübsch. Ja, der Kampf ist verloren. Ja, und du grüßt dann Mittwoch die Dame von mir Wird und gemacht. lässt es dir gut gehen. Ihr euch auch. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao.